einer guten halben Stunde mitteilen und ich hoffe, dass wir daraus dann auch nochmal eine kleine Diskussion in Gang setzen, wie wir vielleicht auch diese Ergebnisse für unsere Arbeit verwenden können. Insofern, Herr Pawlowski, ich freue mich, dass Sie den Weg nach Freiburg gefunden haben. Chemnitz-Freiburg sind im Zug 8 Stunden. Ja, für Flieger. Ich bin über Berlin. Ja, geht schneller, aber wenn man über Basel oder Zürich kommt, ne, und im Mietwagen, dauert es eben auch seine Zeit. Also, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit aufgebracht haben. Klar. Und dann bitte. Dankeschön, Herr Pirk. Ja, ich weiß, Herr Pirk, Sie hätten jetzt lieber die beiden Damen gesehen, die den Vortrag in Kassel gehalten haben, aber Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen an dieser Stelle. Es hat ja einen ganz besonderen Charme, das sozusagen im Co-Teaching mit zwei jüngeren Mitarbeitern zu erleben. Aber wie gesagt, dieses Pult ist so ungefähr mein Jahrgang, ist auch gute Handwerksarbeit, wie ich sehe. Das ist ein paar Jahre nur vor meiner Geburt entstanden. Also insofern fühle ich mich hier gut aufgehoben an diesem Pult. Kurz, Sie hatten mich ja schon vorgestellt, ich weiß, hören Sie mich so? Ich weiß nicht, ob das akustisch ist. Ja. Lehrstuhl Personal und Führung an der TU Chemnitz. Wir bilden Kaufleute aus, Wirtschaftsingenieure und alle, die mit Wirtschaft kombinierte Studiengänge haben. Und ich bin seit knapp 15 Jahren jetzt in Chemnitz, verschiedene Rufe gehabt an andere Unis, aber dort geblieben. Und unser Schwerpunkt, ich hatte eine Forschungsstelle in Berlin, die habe ich dann mitgenommen nach Chemnitz. Unser Schwerpunkt ist eigentlich seit langem Wissensmanagement und High Performance, also Hochleistungsmanagement. Wir gucken uns insbesondere auch Hochleistungsteams an und strategisches Personalmanagement. Das sind eigentlich so die Kernthemen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. Auch das Thema Demografie, das ja schon angesprochen wurde, ist eines der Kernthemen. Ich möchte mich ganz besonders bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, dass wir nochmal Gelegenheit haben, diese Studie auch in diesem Rahmen vorzustellen, weil das ist eigentlich der Punkt oder der Ort, wo diese Ergebnisse auch auf den Boden, wo die PS auf den Boden gebracht werden müssen, wo man sozusagen diese Anregungen aus der Forschung sozusagen in die tägliche Praxis, in die betriebliche Praxis überführen soll. Insofern fühle ich mich mit diesem Motto hier sehr gut aufgehoben, sehr wohl, wir setzen auf nachwachsende Rohstoffe, Azubis, das ist eigentlich genau das Thema, genau das Motto, das wir sozusagen in unserer Forschung auch sehr stark vertreten. Und Herr Piest ist unermüdlich eigentlich mit dem Thema zugange. Sie haben auf die FIT-Initiative des Bundesministeriums verwiesen. Das ist ja mittlerweile ein fast 15 Jahre umfassendes Forschungsanliegen des BMWIs beziehungsweise einer bestimmten Abteilung des BMWIs in enger Kooperation mit den Trägern. Herr Keller, Herr Hermann und so weiter haben das ja auch viele Jahre begleitet. Insofern ist das schon ein sehr, sehr spannendes, interessantes Forschungsfeld, das viel praktische, anwendbare praktische Inhalte auch beinhaltet. Insofern ist es ein Punkt, glaube ich, der hier sehr, sehr gut aufgehoben ist. Ja, vielleicht nochmal 2, 3 Worte zu meiner Person. Wie gesagt, Personal und Führung ist der Lehrstuhl, privat 3 Kinder. Da habe ich alle Führungstheorien versucht. Das hat nicht geklappt zu Hause. Deswegen halte ich Vorträge über Führung. Das ist das andere Thema. Also Führung in der praktischen Tätigkeit, das bewegt uns natürlich auch. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gut, ich möchte, bevor ich auf die Detailergebnisse der Studie eingehe, möchte ich Sie ein wenig, man sagt eigentlich in Neuhochdeutsch, ein bisschen abholen oder versuchen, das Thema auch nochmal im Gesamtzusammenhang zu verdeutlichen. Wo stehen wir eigentlich, wenn wir über Wissensmanagement reden? Das ist ja nun nichts, womit Sie alltäglich zu tun haben, obwohl eine ganze Reihe Projekte auch in diesem Kreis, in diesem Kontext beheimatet sind. Aber im Kern die Frage, wo sind wir eigentlich gedanklich, auch gesellschaftlich eingestielt, beziehungsweise wo stehen wir, wenn das um diese Thematik geht? Erinnern Sie sich an, ja, die einen oder anderen vielleicht doch, an den Herbst 73. Also ich gehörte zu denjenigen, die Freude hatten, dann auf der Autobahn Fahrrad zu fahren. Weiß jemand, warum man im Herbst 73 auf deutschen Autobahnen Fahrrad fahren konnte? Ölkrise. Ölkrise, sagt man heute, ja. Ja, war das eine Ölkrise? Fahrverbot. Fahrverbot, ja, warum? Bitte? Ja, wissen Sie, warum da eine Ölkrise war, 73? Verknappung, ja. Krieg. Was für ein Krieg, irgendjemand? Nicht googeln. Wie bitte? Yom Kippur-Krieg, super, bingo. 73, Yom Kippur-Krieg, die westliche Welt kam, insbesondere die Vereinigten Staaten, kam Israel zu Hilfe. Ölembargo, das war keine Verknappung,
Aber es war durch das Ölembargo eine künstliche politische Verknappung und damit erstmalig ein Schub, eine Ölknappheit, und das führte dann zu den entsprechenden Sonntagsfahrverboten. Aber das Interessante daran, warum ich das hier erzähle in dem Kontext, es war eigentlich das erste Mal, dass man die Abhängigkeit vom Öl spürte. Und wenn Sie sich die Insolvenzstatistik angucken, Jahre 73, 74, 75, dann sehen Sie, dass die Insolvenzstatistik von 73 auf 74 auf 75 um Mitte, also 30, 34, 35% gestiegen ist. Das heißt, dass Unternehmen sehr plötzlich mit einer Situation konfrontiert wurden, die in einer bis dahin doch relativ statischen Welt völlig neu war, die sozusagen sehr plötzlich kam und viele nicht in der Lage waren, entsprechend zu reagieren. Und damit ist das eigentlich ein zweiter Punkt, der unsere Aufmerksamkeit verdient. Zum einen die ökologische Thematik, dass wir erstmalig mit der Ölknappheit konfrontiert wurden. Und das zweite Thema war, wir sind erstmalig mit Volatilität, Dynamik, Komplexität, mit massiven Veränderungen konfrontiert worden, die eben dazu führten, dass viele Unternehmen insolvent gegangen sind in den Jahren danach oder Insolvenz anmelden mussten. So, interessant war, und das ist jetzt ein bisschen Storytelling, also das ist nicht wissenschaftlich im Detail dokumentierbar, aber interessant war, dass die Royal Dutch Shell damals zu Beginn der Ölkrise an vierter Stelle der Ölmultis war und nach der Krise an die zweite Stelle gerutscht ist und diese Phase außerordentlich gut bewältigt hat. Nun kann man das nicht unbedingt kausal darauf zurückführen, aber ich möchte doch zumindest anregen, mal drüber nachzudenken. Die Royal Dutch Shell hat mit ihrem Top-Management seit Anfang der 70er Jahre sogenannte Scenario Planning Workshops gemacht. Die haben so Workshops gemacht, da haben sie sich mit ihrem Top-Management irgendwo zurückgezogen und haben völlig irrwitzige Szenarien durchgespielt. Was wäre, wenn morgen die Ölförderung ausfällt? Haben alle gelacht, aha, aber können wir ja mal mitspielen, so ein Szenario. Das heißt, das Management der Royal Dutch Shell hat schon sehr früh mit diesen Scenario Planning Workshops, ich hatte die Gelegenheit und das Vergnügen im Rahmen meines Kollegen der Daimler-Benz-Stiftung mit den damaligen Initiatoren, Graham Gaylor unter anderem, zusammenzuarbeiten. Die haben sehr früh mit dem Top-Management eine Flexibilität entwickelt. Wir als Wissenschaftler würden sagen, mentale Modelle im Management entwickelt, wie man mit solchen Situationen plötzlicher Veränderung umgehen kann. Ob das jetzt die Ursache war dafür, dass das Management entsprechend reagieren konnte, das steht dahin, das ist wissenschaftlich nicht belegbar, aber es ist wirklich ein interessanter Zusammenhang. Und dann kam eigentlich der Leiter dieses Royal Dutch Shell's Planning, Scenario Planning Centers, Strategic Planning, Ari de Geus, erstmalig mit diesem Zusammenhang in einem Zitat, the ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage. Also die Fähigkeit, schneller zu lernen als ihre Wettbewerber, mag vielleicht einen ihre einzigen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil darstellen. Vor dem war das ganze Thema organisationales Lernen, Wissensmanagement und so weiter überhaupt nirgendwo im Kopf. Aber seitdem begann auf einmal das Interesse, darüber nachzudenken, wie müssen wir uns eigentlich in Anführungszeichen aufstellen, um mit solchen Veränderungen in der Umwelt, nur 60er Jahre war ja noch sehr stabil alles, ne? Strategische Planung konnte man sozusagen sehr stabil machen, Produktionstechnik und. Wie müssen wir uns aufstellen, damit wir mit solchen Veränderungen umgehen? Und das ist der Grund, warum ich das an den Anfang stelle, um nochmal deutlich zu machen, wie ist eigentlich das Umfeld, in dem wir uns bewegen und warum ist eigentlich Lernen, warum ist die Ressource Wissen und Kompetenz in unseren Organisationen so entscheidend. Und da möchte ich noch ein bisschen ausholen, Dinge, die für Sie alltäglich sind, gehe ich mal von aus, aber so ein bisschen nochmal, dass wir uns gemeinsam auf den Stand bringen. Ich möchte kurz ein paar Marktanforderungen nochmal erwähnen und dann die Frage des Strukturwandels nochmal ganz knapp ansprechen. Das klingt jetzt sehr akademisch, aber ich hoffe, dass wir das sozusagen auch ein bisschen mit Unterlegung und mit Beispielen auch, dass Sie das nachvollziehen können. Dann möchte ich das Thema Demografie kurz ansprechen und dann in die Details der Studien eingehen. Wenn Sie sich den Index, den Züricher ETH-Index der Globalisierung angucken, das ist heutzutage gerade für den Mittelstand, den deutschen Mittelstand, nicht unerheblich, dann sehen wir, welche enormen
Veränderung, welche enorme Veränderung sich seit den 70er Jahren ergeben hat. Die dunkelblauen Flächen sind die weltweit global vernetzten Regionen und Länder. Wenn Sie einfach mal diesen Farbunterschied sich angucken, das heißt, wir leben in einer globalen Welt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man es mal übersetzt, dass nicht die Maßstäbe in den Nachbarbundesländern oder in den Nachbarländern nur relevant sind, sondern dass wir auf einmal anfangen, Wettbewerbsthemen zu besprechen bzw. Herausforderungen zu bewältigen, die möglicherweise in unmittelbarer Konkurrenz zu Indien, zu Korea, zu Japan und so weiter stehen. Das ist der eine Punkt, sicherlich die Globalisierung. Der zweite Punkt, wir haben es mit einer immer größeren Komplexität zu tun. Das ist gerade die St. Gallner Schule und so weiter beschreibt diese Voraussetzung. Die Welt ist sehr komplex geworden, sie ist nicht mehr so einfach, Ursache-Wirkungszusammenhänge sind nicht mehr so simpel. Und die Welt ist sehr volatil, sehr dynamisch geworden. Veränderungen, das, was sozusagen in den 70er Jahren noch nicht der Fall war, das hat zugenommen, diese Dynamik. Gucken Sie sich die Börsen an, die Volatilität an Börsen, gucken Sie sich Rohstoffpreise an und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die Mittelständler und Unternehmen generell betreffen. Also Dynamik, Komplexität und Risiko. Das ist das dritte Thema, was massiv dazu kommt. Auf einmal finden Sie nämlich überall Risikomanagement in den Unternehmen. Und Risikomanagement heißt eben, mit Nicht-Standardprozeduren auf Situationen einzugehen, die Sie bisher nicht kannten. Das heißt, Sie können mit Ihren Routinen nicht reagieren. Dann müssen Sie überlegen, wie kann ich dieses Risiko vermeiden, indem ich entsprechend mit Managementmethoden darauf eingehe. So, also Risiko, Komplexität, Dynamik. Und das ist vielleicht der wesentliche Begründungszusammenhang für Wissensmanagement. Also so zumindest betrachten wir seit 15 Jahren das Thema Wissensmanagement. Und zwar drei Zielgrößen finden Sie heutzutage, wenn es um die Gestaltung von Organisationen geht. Wenn es um die Frage geht, wie muss ich mein Unternehmen aufstellen, dann finden Sie heute in der State-of-the-Art-Forschung, wenn Sie die Top-Journals nehmen, Academy of Management, Journal of Strategic Management und so weiter, finden Sie drei zentrale Größen. Das erste sind die Dynamic Capabilities, nämlich die dynamischen, die Fähigkeiten im Umgang mit der externen Umwelt, also Kompetenzen integrieren zu können von außen und sie dynamisch nutzen zu können, um ihre Organisation flexibel aufzustellen. Der zweite Punkt kommt aus der Ingenieurwissenschaften, die Resilienz, nämlich der Ingenieur versteht darunter die Verformbarkeit eines Materials, wenn es gepresst wurde, verformt wurde, bis es dann wieder in den Ausgangszustand zurückgeht. Hier ist es auf die Organisationslehre übertragen, nämlich die Fähigkeit eines Systems, die ursprüngliche Form wieder anzunehmen. Also auch hier diese Flexibilität im Umgang mit Umwelt. Und das dritte ist die absorptive Kapazität oder Absorptive Capacity. Wie weit können Sie aus Ihrer Umwelt Neuigkeiten, Innovationen, Wissen aufnehmen und intern nutzen? Also Innovationsthema, eigentlich Ihr Kernthema auch. Die Umsetzungsfähigkeit in F&E und so weiter. Das sind die drei wesentlichen Zielgrößen, die sich in der Organisationslehre deutlich verändert haben in den letzten 10 Jahren. Man fragt sich also, wie müssen Organisationen aufgestellt, strukturiert werden, gemanagt werden, um diese Zielgrößen zu erreichen. Denn diese Zielgrößen hängen natürlich ganz klar zusammen mit den üblichen organisationalen Erfolgsfaktoren. Da gibt es sehr viel Forschung zu, nämlich wie diese drei Größen in Verbindung stehen zu Überlebensfähigkeit, Return of Investment, Image, Marktanteile, nehmen Sie, was Sie wollen, also Ihre üblichen monetären, also auch sonstigen Erfolgsfaktoren. Und die hauptsächliche Forschung bezieht sich auf diese Zusammenhänge. So, und unsere Frage hier, auch in Verbindung mit der Studie, ist jetzt, welche Rolle hat Intellectual Capital oder Wissensmanagement, um diese organisationale Fähigkeit, nämlich die Reaktionsfähigkeit, im Sinne des organisationalen Erfolges zu generieren, zu schaffen. Wie ist das möglich über Wissensmanagement? So, also in dem Zusammenhang sehen wir das Thema. Und das war mir einfach wichtig, das auch nochmal deutlich zu machen, warum man so eine Studie macht. Das mag ja ein bisschen exotisch klingen, warum beschäftigen Sie sich mit Wissensmanagement? Na gut, ist ein Thema unter vielen. Aber für uns, und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch deutlich verbreitert, diese Überzeugung, ist das da eines der zentralsten Themen überhaupt für Erfolg. So, Thema Strukturwandel. Im Jahr 2000 hat man sich ja in Lissabon getroffen und die hehre Absicht formuliert, wir setzen uns dafür ein, die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu entwickeln. So, da ist nur einiges dazwischen gekommen.
die Finanz- und Eurokrise, dieses Thema Wissensraum, dynamischer Wissensraum, hat man so ein bisschen in die Vergessenheit geraten und nach hinten gerückt. Und wenn man sich heutzutage anguckt, die Ausrichtung, die politische Ausrichtung im Hinblick auf das Thema intangible Ressourcen, dann stellt man fest, dass in Deutschland, ähnlich wie dies 2000 konstatiert wurde vom European Observatory of Intangible Assets, dass in Deutschland bislang noch keine politische Agenda für den Umgang mit diesen intangiblen Ressourcen gibt. Es gibt Bildungspolitik, es gibt alle möglichen Aspekte zum Umgang mit Bildung, aber das Thema intellektuelle intangible Wirtschaftspolitik oder intellektuelles Kapital als wesentlicher Aspekt, die gibt es in Deutschland bisher wirtschaftspolitisch formuliert nicht. Nun werde ich ein bisschen polemisch an der Stelle, weil man möchte als Wissenschaftler auch mal, bevor man die objektiven Ergebnisse präsentiert, ein wenig die Botschaft präsentieren. Also jetzt ist das etwas polemisch formuliert, aber wenn Sie sich mal angucken, dass viele Länder in den letzten 10 Jahren sogenannte nationale Intellectual Capital Strategien entwickelt haben, auf einem hohen Niveau, auf einem politischen Niveau, beispielsweise in Finnland hat Matti Vanhanen, der Premierminister von Finnland, eine nationale Agenda, wirtschaftspolitische Agenda zum Thema Intellectual Capital entwickelt. Und hier entsprechend eine Dynamisierung auch, das ist ein ständiger Ausschuss, der dieses Thema weiterentwickelt in Finnland. Aber Sie sehen auch in vielen Schwellenländern, dass das Thema mittlerweile eine ganz zentrale Rolle spielt. In Mexiko, in Indien, in Korea, in China spielt mittlerweile auch das Thema Intellectual Capital eine ganz prominente Rolle. Das hat natürlich mehrere Facetten. Gerade Mittelständler, die dort ansässig werden oder Großunternehmen, wissen das. Wir haben einige Promotionen betreut, die sich explizit mit der Frage auch beschäftigt haben, Wissensverlust bei Ansiedlung mit Joint Ventures oder bei Ansiedlung mit Partnern in China. So, und jetzt der polemische Aspekt meinerseits: in Deutschland ist sozusagen eine nationale IC-Strategie nicht zu beobachten. Wir haben die Abwrackprämie stattdessen gemacht. Gut, aber wenn man jetzt mal zu den Daten kommt, da mag sich vieles getan haben, aber in den letzten 10 Jahren ist die Investition in dieses Humankapital, in dieses intellektuelle Kapital, nicht unbedingt dynamisch vorangeschritten. Wir sehen also beispielsweise hier in Prozent des Bruttoinlandsproduktes Ausgaben für Forschung und Entwicklung, da ist Deutschland nicht in der Spitze oder Spitzenreiter, sondern es sind vor allem die skandinavischen Länder. Wenn wir uns angucken, die Ausgaben für Bildungseinrichtungen aller Bildungsbereiche als Prozentsatz des BIP, dann sehen wir auch, dass Deutschland weit unter dem OECD-Durchschnitt ist, und zwar mit abnehmender Tendenz. Also auch hier im Land der Dichter und Denker, wenn Wissen wirklich so eine zentrale Ressource ist, Wettbewerbsressource, dann ist es schon erstaunlich, dass diese Daten, das mag ja in den letzten 2 Jahren sich verändert haben, aber dass diese Daten eher nach unten zeigen. Oder schauen Sie, Anteil der Unternehmen mit betrieblichen Weiterbildungskursen 1999 bis 2005. Und da muss man hinzusagen, statistisch sind die Anlernqualifikationen dazugekommen. Das IEW hat die Anlernqualifikation mit reingerechnet. Also eigentlich wäre die Quote noch geringer. Dann sehen wir, dass in Deutschland ein rückläufiger Trend, also rückläufige Entwicklung stattgefunden hat. Auch ein Ansatz, der in dem Zusammenhang das Bild so ein bisschen komplettiert oder zumindest die Arbeitshypothese bestärkt, dass das nicht zu den Kerninvestitionen der deutschen Wirtschaft gehört, ist der ELLI-Index. Das ist der Index, der European Lifelong Learning Index, der entwickelt wurde von Jacques Delors während seiner Zeit in der UNESCO. Und der betrifft sämtliche Bereiche des Lernens, nämlich Lernen zusammenzuleben, Lernen Wissen zu erwerben, Lernen das Leben zu gestalten, Lernen zu handeln, angefangen vom Kindergarten bis hin zur Erwachsenenbildung bzw. Bildung älterer Mitarbeiter. Und hier sehen wir auch, hier ist Deutschland nicht etwa in der Speerspitze im Top-Bereich angesiedelt mit seinen Ausgaben. Wir haben damals den Preis, den Leonardo-Preis, den Corporate Learning Award, vergeben an Jacques Delors als ersten Preisträger. Genscher hat damals die Rede gehalten. Das Thema wird von der Bertelsmann Stiftung weiterverfolgt und in einem 2-jährigen Abstand wird dieser ELLI-Index erhoben. Und auch hier sieht man, dass Deutschland sozusagen nicht unbedingt im vorderen Bereich der Aktivitäten und Investitionen liegt. Also wenn Sie sämtliche Lebensbereiche hier mit einbeziehen. Ein weiterer Punkt, den man kurz erwähnen kann, der dieses Puzzle eben auch nochmal verdichtet, ist das Thema
Weltbank. Die Weltbank hat 4 Säulen einer Wissensgesellschaft definiert. Das sind einmal die ökonomischen und institutionellen Regime in einem Land, also die Sicherheit, die sie haben, wenn sie Wissen entwickeln, dieses Wissen auch schützen zu können, zum Beispiel. Intellectual Property Rights, also die Schutzfähigkeit ihres Wissens, ein ganz wichtiger Aspekt, ist eine von vielen Indikatoren dieser ersten Säule. Das zweite ist Ausbildung und Kompetenz, also da geht es um Weiterbildung und entsprechende Ausbildung auf höherem Niveau. Die dritte Säule sind Informations-, Kommunikationsinfrastruktur und die vierte Säule sind Innovationssysteme. Man hat lange gerungen mit diesem Index und hat über viele Jahre überlegt, welche Indikatoren nimmt man rein. Und hat sich dann schließlich, sind es weit über 75 Indikatoren geworden, die man nimmt, um die Entwicklung einer Gesellschaft in Richtung auf eine Wissensgesellschaft zu analysieren und zu vergleichen. Weil man gesagt hat, unser üblicher BSP, das Bruttosozialprodukt, ist kein angemessener Indikator, um Fortschrittsfähigkeit einer Gesellschaft abzubilden. Und dieser Index ist ein Versuch, alternative Messmethoden zu entwickeln, um Fortschrittsfähigkeit einer Gesellschaft, eines Landes in Richtung auf eine Wissensgesellschaft zu erfassen. Und wenn Sie sich hier die Ergebnisse angucken, dann sehen Sie auch hier, dieser Knowledge Economy Index 2009, den können Sie im Internet auch selbst zusammenstellen, mit allen Ländern im Vergleich sehen und sich die einzelnen Indikatoren angucken, dass Deutschland im Jahre 2009 eben mit steigender Tendenz, aber doch nicht an der Spitze in diesen Bereichen liegt. Ja, ich will das nicht unbedingt betonen, dass unser Rohstoffwissen eben doch gegenüber anderen Rohstoffen vielleicht etwas wichtiger ist. Aber wir sehen also insgesamt, dieses Bild komplettiert sich etwas. Jetzt gehen wir mal von der volkswirtschaftlichen Ebene weg auf die betriebliche Ebene. Und die Frage ist ja nicht unbedingt, was der Unterschied hier ist. Aber fällt Ihnen da was auf? Was ist der Unterschied zwischen dem IBM 650 von 1953 und einem Phaeton von 2002 oder von 2010? Bitte? Die Deutschen bauen mittlerweile die besseren Computer. Die Deutschen bauen die besseren Computer, okay. Ja. Nein, der. Danke. Der entscheidende Punkt ist natürlich, dass auf einmal das Produkt rechts nicht mehr nur in einer klassischen Branche angesiedelt ist, sondern die Wertschöpfung erfolgt durch Integration von Wissen und Know-how, von Intelligenz. Die Komplexität in der Fahrzeugentwicklung, das wissen Sie besser als ich, die ergibt sich natürlich aus der Elektronik, aus dem Know-how, aus dem Design, das in diese Produkte eingeht. Also im Wesentlichen ist die Wertschöpfung nicht mehr durch die Rohmaterialien, wie das damals bei Henry Ford war, der Kautschuk und das Glas und das Metall, das war der Gegenwert des Produktes, sondern durch die Intelligenz, das in diese Produkte rein konstruiert wird. Also wenn Sie hier beispielsweise jetzt nur mal als ein Beispiel sich angucken, die Steuerungssysteme, welche Komplexität in einem solchen Produkt drinsteckt. Und das hat sehr viel mit Wissen zu tun. Natürlich wäre es leicht, die Relevanz von Wissen im Bereich der IT-Industrie deutlich zu machen. Aber hiermit wollte ich auch nochmal deutlich machen, dass auch in ganz klassischen Branchen die Wertschöpfung, die Generierung von entsprechendem Erfolg durch Integration von Intelligenz und Wissen erfolgt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie kennen vielleicht das Beispiel Rank Xerox. Rank Xerox ist ja in den 80er Jahren in eine tiefe Krise gekommen und hat dann überlegt, was kann man eigentlich machen, um aus dieser Krise rauszukommen, war kurz vor der Insolvenz und hat dann die Kernkompetenzen versucht zu aktualisieren, hat gefragt, was sind eigentlich unsere Kernkompetenzen als Unternehmung? Heutzutage baut Rank Xerox keine Hardware mehr, sondern heutzutage ist Rank Xerox ein Unternehmen, das Problemlösungsansätze für bestimmte Problemfelder entwickelt hat. Das heißt, Rank Xerox, oder daraus ist The Document Company geworden, das sind Anbieter von Problemlösungen mit allen Themen, die mit Drucken zu tun haben, mit Verteilung von Informationen, mit entsprechendem Speichern von Informationen und so weiter. Das heißt, die docken mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen an Wertschöpfungsketten von Kunden an und schaffen dort einen Mehrwert mit ihrem Know-how. Das ist also nicht mehr die Hardware, nicht mehr die Produktion, nicht mehr das Dingliche, das Stoffliche, das Tangible, was da entsprechend die Hauptrolle spielt. So, das heißt, die Logik, wenn Sie sozusagen so eine Wertschöpfungskette sehen, das hier ist so ein typisches Beispiel von McKinsey oder Ähnlichen, wenn Sie die Wertschöpfungskette sehen, dann ist nicht mehr die primäre Frage nur das Produkt oder die Dienstleistung, sondern die Frage ist, welche Problemlösung